geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Ratspräsidentschaft, das Schlimmste ist für mich, dass ich den Eindruck habe, die dänische Regierung handelt wider besseres Wissen. Alle meine Gespräche haben mir das Ergebnis gebracht, dass ich davon ausgehe, dass man in Dänemark in der Regierung, die den proeuropäischen Fortschritt bringen wollte, gerade in der Schengen-Auseinandersetzung, dass man in Dänemark eigentlich weiß, dass wenn Sozialdemokraten den Rechtspopulisten hinterherlaufen, dass das kein gutes Ende nehmen kann. Meine Damen und Herren, es ist alles Inhaltliche hier schon gesagt, bis auf einen Aspekt, den ich in meiner einen Minute hier noch einmal betonen möchte. Für mich ist das tatsächlich etwas tief Empörendes, dass eine dänische Ratspräsidentschaft, mit der meine Fraktion die enge Zusammenarbeit gesucht hat, an diesem Tag dem Europäischen Parlament insgesamt das Misstrauen erklärt. Und zwar das Misstrauen in einer Frage, die für unsere Bürger in ganz Europa relevant ist. Uns wird nicht zugetraut, im Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit zugunsten des Wohlergehens unserer Bürger zu entscheiden. In diesem Parlament sitzen ehemalige Regierungschefs, in diesem Parlament sitzen ehemalige Minister. Sie kennen die alle. Warum denken Sie, warum denken die Innenminister der Europäischen Union, dass man uns die Sicherheit der Bürger nicht anvertrauen kann? Ich finde das einen tiefen Skandal und ich glaube, Sie machen da ein bisschen des Kaisers neue Kleider mit, weil die europäischen Bürger in der Finanz- und Wirtschaftskrise so tief verunsichert sind. Gehen Sie zurück auf ein Spielfeld, das wirklich in dieser Art nicht populistisch besetzt werden darf. Sie legen die Axt an eine größte Errungenschaft der Europäischen Union, die Reisefreiheit, und das ist wirklich beschämend. Wir werden dafür vor Gericht gehen, ich bin sicher. Es ist heute nicht, wie Sie geschrieben haben, in Ihrer Ratspräsidentschaft ein guter Tag für Dänemark und Europa. Es ist der traurigste Tag Ihrer Ratspräsidentschaft.